Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Es geht weiter, wir sind immer noch in Kerzenburg. Wurden das letzte Mal, fast zum Opfer. Anscheinend hat hier jemand versucht, ein Attentat auf uns zu verüben. Ein Grund mehr, zusammen mit unserem Ziehvater hier abzuhauen. Aber warum und weshalb das Ganze, das wissen wir natürlich noch nicht. Ich sehe es aber noch nicht ein, zu meinem Ziehvater zu gehen. Du wirst mich auch nicht dran hindern, denn wir gehen jetzt erst noch ein bisschen uns hier umgucken. Ich war noch nicht in der Kaserne. Ja klar, dass ihr da ein- und ausgeht. Das ist ja quasi euer Zuhause und so, ne? Wer bist du denn? Steht ganz oben auf meiner... Ich hätte zur Armee gehen sollen. Uff, was für eine durchzechte Nacht. Dieser Hull übertreibt es immer. Der Ärmste musste heute Morgen noch Wache am Tor schieben. Mir ist schleierhaft, wie er das durchhält. Naja, was kann ich für euch tun? Ich habe mich nur gefragt, ob ihr nicht ein paar Besorgnissen zu erledigen habt, die ich übernehmen könnte. Besorgungen? Ja, eigentlich bräuchte ich neue Armbrustbolzen. Wenn du welche von Windrop besorgen könntest, gebe ich dir das Geld gleich zurück. Ja, für dich springt dabei auch was heraus, also schau mich nicht so an. Okay, kleiner Bodengang für Fuller. Natürlich eine Mini-Sidequest hier, warum auch nicht. So, hier diese ganzen Kisten, das darf ich mich wohl nicht trauen, ansonsten kriege ich ein Problem. Tut mir leid, aber es stört mich gerade. Geht, tut etwas Sinnvolles. Okay, wie wär's mit der Kiste? Ah, wie sie mich beobachten da, die Babsäcke. Keine Chance hier. Darf ich nicht ran. Gut, dann lass es halt. Dann lass es halt vielleicht hier. Ey, gehst du mir jetzt nach? Sehe ich so verdächtig aus? Ah, ne, das war nur Zufall. Ich könnte es jetzt probieren, keiner guckt. Hopp, was ist denn? Ah, ich wollte eigentlich nicht, so, jetzt. Ah, jetzt guck da! Nein, ich habe nichts gemacht, ich wollte nur mal reingucken. Ich wollte nämlich quicksaven eigentlich, so. Ich habe F5 gedrückt, anstatt quick. Keiner guckt, ne, also. Alles mitnehmen. Yay, es hat keiner gemerkt. Yay. Okay, dann gehe ich mal. Armbrustbolzen, habe ich sowas nicht schon dabei rein zufällig? Nee, leider nicht. Dann gehen wir. Jo, dann ja, ich kümmere mich weiter. Wir haben das letzte Mal ja so einen kleinen, ja, gegen den Uhrzeigersinn einen kleinen Rundgang gemacht. Da waren wir schon drin, da wurden wir ja angegriffen. Da habe ich doch bestimmt schon reingeguckt, oder? Ja. Das Geile ist ja, dass man dieses Spiel auch, ich weiß, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, aber man kann das wirklich bis zu 6 Leuten im LAN spielen. Das habe ich einmal gemacht. Das war echt ein geiles Erlebnis, muss ich sagen. Es ist zwar nicht das perfekte Koop-Spiel, weil Regeln sind sehr streng. Story und so, ne? Aber bald schon weg, ja? In Ordnung. Gorion hat mich gebeten, euch ein bisschen was über die hohe Kunst des Gruppenkampfes beizubringen, bevor ihr geht. Kann ich euch dafür interessieren, John McCloud? Vielleicht kriegt man dafür was, also warum nicht? Gern Torwächter, dafür wäre ich sehr dankbar. Weil das ist ja auch das Schöne, man rennt nicht alleine hier rum. Dann ist gut, Kind. Ist so eine Sache, im Kampfgetümmel auf sich selbst zu achten. Aber es ist ganz was anderes, den Überblick über eine Gruppe zu behalten. Ich habe Obe, den Illusionisten, gebeten, ein paar Illusionen für euch in den Lagerkellern zu beschwören. Folgt mir einfach hier entlang, dann schließe ich die Tür für euch auf. Alles klar. Hallo, mein Kind. So, das ist mehr Tutorial, das weiß ich nicht. Wollen Sie mit dem Unterricht fortfahren? Ich hätte zur Armee gehen sollen. Letzte Nacht war ich in einem der großen Türme der Burg und habe etwas äußerst Seltsames gesehen. Der Horizont glühte eine Weile, als trügen in der Ferne zahllose Menschen Fackeln. Sonst wird dieser Weg nur von Kaufleuten benutzt, aber niemals nachts. Vielleicht Räuber. Aber so viele? Das klingt sehr beunruhigend, was du da gesehen hast. So. Unsere Regeln sind sehr streng. Da wären wir, John McCloud. Ach, ich wollte ja immer nur John sagen, ne? Okay. Wenn ihr mit Obe noch nicht trainiert habt, dann ist die Tür weit offen. Wenn ihr euer Training bereits absolviert habt, solltet ihr zu Gorion gehen. Euer Vater wartet schon ungeduldig darauf, euch zu sehen. Ja, das glaube ich, solange wie ich brauche. So, guck mal, da ist eine Kiste. Ja, die darf ich auch nicht öffnen. Skandal. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, hier hinten noch in der Ecke irgendwas Tolles. Nein. Ein Tutorial, Mann. Hallo. Hallo, mein Kind. Ja.
Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Nein. Der tut Obi. Keine Lust. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich da hin soll, aber das werde ich schon noch rausfinden. Ich möchte eh überall hin. Hallo? Hey du, ich habe heute Morgen verschlafen und mein Schwert in der Kaserne liegen lassen, als ich meinen Dienst angetreten habe. Würdest du mir es holen? Es ist in der Truhe am Fuß meines Bettes in der rechten Teil der Kaserne. Macht schnell, bevor der Kommandant mich ohne erwischt. Du findest dort auch ein Gegengift. Ich glaube, Trepin braucht eines für die alte Nessa. Okay, gleich zwei Quests auf einmal machen wir natürlich auch noch. Das sind jetzt halt wirklich noch so typische Klischee-Standard-Quests, ne? Das ist klar. Wir sind immer noch im Tutorial, also nicht wundern. Ach, ist das hier mein Trainingsort? Könnte das sein? Hier steht so kampfwillig da. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Winthrop hat seine Preise so niedrig wie möglich gehalten, aber ich fürchte, das wird sich auch bald ändern. Es ist seit Wochen keine Handelskarawane mehr bis hier durchgekommen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Hallo da drüben, hier ist nichts zu sehen. Sicher? Ich drück mal diesen hier. Anscheinend ist hier wirklich nichts. Nee, raus darf ich noch nicht. Haupttor Kerzenburg. Unbefugt ist der Zutritt verboten. Na sowas. Ja gut. Dann drehe ich weiter meine Runde. Auf der Suche. Na. Hallo, mein Kind. Tutobis. Nee, Tutobis mag ich nicht. Wollen Sie mit dem Unterricht fortfahren? Sind schöne Infos für Einsteiger sehr zu empfehlen. Ich werde das schon noch ohnehin bekommen. Gehe ich einfach mal davon aus. Hey, ein Zwerg. Ich dachte, ich hätte schon gestern gebeten, die Ratten aus dem Lager zu entfernen. Also los, mach dich an die Arbeit. Schon haben wir das nächste Quest. Ich will das aber erst machen, wenn ich ein Krummschwert habe. Ihr habt es ja das letzte Mal gesehen, wie ich da rumgekrüppelt habe gegen den einen. Das war ja nicht mehr feierlich. Hey John, ihr seid ja heute früh auf. Euer Vater hat mich um einen seltsamen Gefallen gebeten. Es sieht so aus, als solltet ihr ein bisschen kämpfen lernen. Und ich soll es euch beibringen. Ich hoffe, ihr habt euren Stab gleich mitgebracht. Feindliche Wesen könnt ihr... Okay, das ist jetzt aber wirklich... ich weiß, was feindliche Wesen sind, dass die rot sind, bla bla bla. Das ist mir alles gerade ein bisschen zu... Panne! So, na gut, dann probieren wir es halt, ihn zu treffen. Mit dem Krummsäbel wäre es halt einfacher. So, das ist immer so eine... Ah, gut gemacht, Kleiner. Besonders nachdem Erik diese Pfeile auf euch abgeschossen hat. Hä? Okay, ich bin sicher, euer Vater wäre stolz auf euch. Wenn ihr ein bisschen Erfahrung im Kampf gegen Gruppen ansammeln möchtet, solltet... Ja, das weiß ich schon. Sind wir fertig mit dem Kampf? Ja, okay. Es war wirklich nur reines Tut. Was für ein ewiges Tut hier. Aber schön verpackt. Oh, was haben wir denn hier? Der Tempel des Okma. Hallo, mein Kind. Ja, das ist auch nur Tut. Wollen Sie mit dem Unterricht fort? Diese Wände umschließen das Wissen der Welt. Es freut mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, den weißen Okma Tribut zu zollen. Ich würde gerne wissen, was ihr in diesem Tempel der Weisheit anzubieten habt. So, wir könnten in Tempeln immer spenden, wenn wir so nett wären. Das sind wir natürlich nicht. Identifizieren können wir hier. Das ist später ganz wichtig, wenn wir magische Gegenstände finden. Das ist vergleichbar mit Diabolo oder so. Also unidentifizierte Gegenstände sind bläulich markiert. Rot bedeutet nur, dass wir damit nichts anfangen können. Zum Beispiel diese Zaubersprüche da. Ja, genauso wenig können wir mit dem ganzen Zeug was anfangen, weil wir eben diese Klasse nicht haben. Handeln, Heiltränke. Oh ja, davon werden wir später noch viel brauchen, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Wir sind hier erstmal fertig. Tschüss. So, dann haben wir unsere Runde auch fast durch. Hier ist noch eine Kuh, die müssen wir uns natürlich angucken. Kühe sind wichtig. Ja, Wahnsinn, ne? Womit kann ich dienen? Ah, Trepin. Flitja hat wieder mal eines ihrer Bücher hier vergessen. Es ist da drüben im Heu, gleich neben Nessa. Ach, das ist Nessa, ah, okay. Könntest du es ihr wiederbringen und dann zurückkommen? Ich habe noch etwas für dich zu tun. Okay. Tatsächlich, hier ist das Buch. Das ist unser erstes Buch von sehr, sehr vielen. Wenn wir wollen, können wir alles lesen. Die Geschichte von Halrua. Und das sind lange Geschichten. Das ist, ich denke, ich werde Let's Reads machen. Ja, ich werde Let's Reads machen.
Das ist sinnvoller, anstatt jetzt hier immer die Hälfte der Parts zu lesen, weil spätestens wenn wir in eine Bibliothek kommen und dann gleich 5-6 Bücher bekommen, dann gute Nacht. Ich werde das natürlich im Titel immer schön kennzeichnen, damit ihr die, falls es euch nicht interessiert, was in der Geschichte von dieser Welt abgeht, dann könnt ihr das einfach getrost überspringen. Hallo, mein Kind. Und ihr merkt ja schon, ich werde hier mit Quests quasi voll bombardiert. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Okay, den hatten wir auch schon. Dann war ich hier komplett. In der goldenen Mitte war ich natürlich noch nicht und in diesem Haus war ich auch noch nicht. Die Priesterquartiere. Gucken wir mal kurz rein. Da steht ganz oben. Dach auch. Oh ne, bist du schon wieder so ein... Oh, klasse, ganz klasse. Ich habe dich zuerst gefunden. Du bist Korrientzosen, keine Frage. Das bin ich. Was kann ich für euch tun? Mal so total naiv. Oh, unsere Begegnung wird für dich ganz einfach verlaufen. Genauer gesagt, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dein Lebenslichtlein auszublasen. Das wird mir etwas Respekt unter den Kameraden einbringen. Du siehst also, du kannst nur wenig tun, außer sterben. Ja, das wollen wir mal sehen, du Arsch. Komm, ich mach dich fertig. Auch wenn ich immer noch nicht meinen Kopf sehen lab. Das ist also Schenk, der Unverletzte. Ja, auch die einzige Möglichkeit, wenn man so drüber geht, dann kann man schon mal sehen. Dem Tode nahe ist er schon, ja. Noch ein Treffer und ich hab ihn. Am Anfang sind die natürlich absichtlich einfach, ist klar. Komm. Das war's. Hast du einen Grumpsäbel für mich? Natürlich nicht. So, erstmal ausrauben, beziehungsweise Schlösser knacken. Mhm, noch so ein Teil. Gold. Nichts. So, da haben wir vielleicht in den Kisten noch was. Wenn das so weitergeht, muss ich bald verkaufen, weil mein Inventarplatz oder meine Stärke am Rande des Limits ist. Was ist denn eigentlich das für ein Dingens? Was ist denn das nochmal? Ich hätte gern so eine Info. Falle stellen. Ah, damit kann ich Fallen stellen. Alles klar. Will ich jetzt aber nicht. Fallen stellen. Hm. Okay, raus hier. Mensch, schon der zweite, der mich umbringen wollte. Hm? John, ihr habt euch über die Augenbrauen geschnitten. Was ist los, mein Kind? Etwas in euren Augen sagt mir, dass etwas absolut nicht stimmt. Oh, Pada. Da war ein Mann, er roch nach Stall und er versuchte mich umzubringen. Es war furchtbar. Beeilung, Kind. Rüstet euch im Wirtshaus und seht zu, dass ihr Gorion auf der Treppe zur Bibliothek trefft. Ich hatte es im Gefühl, dass so etwas passieren würde. Ja, ja. Steht ganz oben auf meiner Liste. Steht ganz oben auf meiner Liste, genau, das passt jetzt. Nein, es steht natürlich nicht oben auf meiner Liste, wobei wir haben jetzt eigentlich alles. In der Mitte wartet Gorion auf uns, wenn ich es richtig verstanden habe. Wer bist du denn? Hallo. Hallo, Leute. Die Sounds manchmal. Oh, hallo, hast du meine Abschrift von die Geschichten von Halrua irgendwo gesehen? Ich kann nämlich das ständige Schlurfen von arthritischen Füßen oben in der Bibliothek nicht ausstehen. Also dachte ich, ich gehe ein wenig frische Luft schnappen, nicht weit östlich von hier und, oh, warum bin ich nur so vergesslich? Wenn du das Buch suchen könntest, wäre ich dir dankbar. Ich brauche es unbedingt wieder. Ja. Und damit habe ich es dir schon gegeben, oder? Hallo, Leute. Mein Buch. Oh, wenn du so grinst, erinnerst du mich an Gorion. Es war nicht leicht für ihn, dich aufzuziehen. Aber er sagt, es ist die Plage der Liebe oder gar die Plage des Schicksals. Du musst ein besonderes Kind sein, wenn ein so stiller Mann wie er dich so überschwänglich lobt. Hier, nimm diesen kleinen Edelstein. Vielleicht gibt Windtrop dir dafür etwas Nettes. Jo. Wir haben das Quest abgeschlossen, dafür haben wir natürlich auch Erfahrung bekommen. Keine Sorge, das Buch lesen wir trotzdem noch, auch wenn ich es jetzt abgenommen bekommen habe. Ich habe nicht umsonst langsam durchgescrollt, ich kann ja in den eigenen Videos dann nochmal blättern. Gut, so, also das Quest ist schon mal abgeschlossen, wir haben aber noch ein paar. Und wir werden natürlich alle machen, bevor wir das Tutorial verlassen. Und ihr merkt schon, gerade in Sachen Entscheidungsgewalt haben wir jetzt noch gar nichts so Wirkliches. Das kommt alles erst noch, wenn wir das Gebiet hier halt verlassen haben. So, da wollen wir mal gucken. Ich finde auch dieses Tagebuch einfach schön gemacht. Da macht es richtig Spaß drin zu lesen. Geht zumindest mir so.
So, erledigte Aufgaben. Nee, uns interessieren nur die Aufgaben. Findet Gorion, das ist natürlich das Wichtigste. Es gibt hier auch noch nicht die Möglichkeit, das irgendwie jetzt zu markieren oder so, dass man da blindlings wie ein Kompass da drauf zulaufen kann. Nee, man muss das schon selbst finden, beziehungsweise lesen und nicht einfach nur auf Verfolgen klicken oder so ein neumodernen Mist. Also, Lagerhaus. Reva hat mich schon wieder zum Dienst in sein Lagerhaus gezwungen. Alle Berichte nach haben unsere Katzenstreitkräfte Verrat begangen und die Ratten sind einmal mehr auf Kriegsfahrt. Genau. Persönlich, da könnte ich zum Beispiel was reinschreiben, ja. Da könnte ich meine kleine Story reinschreiben und dann anfangen, einen Roman zu schreiben. Mache ich aber nicht. Vielleicht irgendwann. Ja. Nee, ich wollte mir jetzt erstmal eine Waffe kaufen, wenn ich sie schon irgendwo finde. Genug Zeug zum Verscherbeln habe ich ja jetzt. So. Das ganze Gedöns, das kann nämlich weg. Gut, hier habe ich eine schöne Silberkette gefunden. Eine Halskette ist ein Schmuck aus Silber, Gold, Platin oder einem ähnlichen Edelmetall, bla bla bla. Das müssen wir uns jetzt nicht durchlesen, ich ziehe es einfach an. So. Diamanten sind eigentlich, haben mehrere Bedeutungen, aber ich werde sie überwiegend zum Verkaufen benutzen. Ein Gegengift, das werden wir noch gut gebrauchen können, das lege ich mal in meinen Gürtel, das ist quasi meine Shortcut. Und die ganzen Zauber, Infraktion und Panzer, die würde ich gerne mal drin lassen, denn es gibt später magiekundige Charaktere, wo ich mich vielleicht freuen würde. Huls Langschwert, natürlich könnte ich damit auch selbst rumrennen. Ich hatte das schon. Ich hatte mir das schon geholt. Das hätte ich ihm auch gleich geben können, ey. Wie blöd. Na gut, mache ich dann auch bald. Das gebe ich ihm natürlich. Ich könnte es auch verscherbeln. Nein, mache ich nicht. Was ist das für ein Trank? Trank der Klarheit. Schützt vor Schwachsinn, Verwirrung, Furcht und Bezauberung. Dauer 5 Phasen. Okay. Wenn ich mir auch mal aufheben. So, die Waffen können aber ansonsten weg. So, verkaufen wir das erstmal. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Naja, der Elfenpopo. So, handeln. Ich hab das und ich will das loswerden, beziehungsweise nicht alles kann ich loswerden. Trank der Klarheit, den könnte man aber geil verkaufen. Ah, den Saphir noch besser. Weg damit. Ich bin reich. Luchsauge kann weg. Ich hoffe, das war kein Fehler, dass ich den Saphir jetzt verkauft habe. Das kommt mir doch ein bisschen zu teuer vor. Aber ich meine, damit kann man nicht wirklich was anfangen, außer vielleicht mal jemanden schenken oder so. Naja, wir werden es ja merken. So, den Rest behalte ich. Jetzt kaufe ich mir meinen Krummsäbel, den ich wollte. So. Okay. Krummsäbel, kann man auch gleich ausrüsten. So, dann können wir das verkaufen. Das lege ich auf den Boden, weil, wie gesagt, ich kann es nicht verkaufen, also lege ich es weg. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. So, nochmal. Das Langschwert. Hast du zufällig Heiltränke? Weil die werde ich definitiv brauchen. Hat der da jetzt noch mehr Zeug gehabt? Nee, das war alles, okay. Dieses Wakizashi da, ist das auch ein Krummsäbel oder zählt das zu was anderem? Das zählt zur Gattung... Hallo? Kann ich mal weiter? Doch, Krummsäbel. Hätte ich mir auch holen können. Mist. 1W8. Na egal, jetzt habe ich eins. Ist egal. 1W8 und was macht meins? Ich glaube nur 1W6, oder? Na egal. Egal. Wie dem auch sei, der hat keine Heiltränke, also war es das für mich. Ja, einfach mal einen Stab mal dahingelegt, ne? Bin euch weit voraus, Chef. So, mit einem geskillten Schwert habe ich doch viel mehr Bock hier in die Kämpfe zu starten. Wenigstens das Wetter ist jetzt wieder schön. So. Priesterquartiere. Wo war denn jetzt der Stall, den ich aufräumen soll? Wo hat mich der Typ blöd angemacht? War der nicht der hier? Oder irgendwo hier in der Nähe? Ich hätte zur Armee gehen sollen. Nee. Ach, ich werde es schon finden. Der, aber nee, Moment mal. Da war doch der mit dem Buch. Oder nicht? Ach, ihr seht alle gleich aus. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Was ist nicht? Ich hätte zur Armee gehen sollen. Nee. Die sagen auch immer was anderes, wie man merkt, aber...
Das wiederholt sich dann eben. Irgendwann. Ja, das ist natürlich ein Nachteil, wenn man keine Dingens hat. Hier war ich noch gar nicht drin. Das Lagerhaus. Ah, da ist es ja. Gut. Stimmt, ja. Der Zwerg hat ja gesagt, ich soll da rein. Genau. Keine Wache. Oh, Ratten! Im Lagerhaus. Geht's noch klischeehafter? Ich denke nicht. Wusch. Aber das muss irgendwie sein, oder? Okay, die eine Ratte ist anscheinend nett. Die kann ich ansprechen. Warum auch immer. So, nächste. Ach nee, das sind keine Ratten. Das sind zwei Katzen. Ja, Katzen, wieso macht ihr euren Job hier nicht? Seid ihr verrückt? Es gibt natürlich auch nicht viele Erfahrungspunkte, wie ihr seht. Du hast es so gewollt! Jawohl! Du Ratte hast es so gewollt! Wie episch. So, war's das? Ja. Fanfare. Yay. So, gibt's hier noch irgendeinen Fass zum Angucken? Ja, das hier zum Beispiel. Ein Ring. Hier. Also, was für faule Katzen. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Unfassbar. Aber gut. Ich könnte jetzt zum Beispiel, ne? Aber das tue ich nicht. Ich könnte alles töten. Aber nein, das tue ich nicht. Ich bin so nett. Ich bin so unglaublich nett. Beim Hauer Moradin. Ja, genau. Merz sie aus wie Ratten. Das sind sie schließlich auch. Eine grandiose Schlacht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Hier sind 5 Goldmünzen. Gibt nicht alles auf einmal aus. Uhu. Das sind mir die 50 Erfahrungspunkte, aber lieber. Okay. Ja, denn wir können später natürlich auch brav skillen und so, ne? Charakterstellen gut und schön, aber das geht natürlich noch weiter. Hier habe ich noch gar nicht so richtig geschaut, aber hier ist anscheinend auch niemand, kein Schmied da. Schade. So. Wo waren jetzt die Pappnase? Die meinte, wir wollen hier Kämpfe üben. Oder die eine Pappnase, die kein Schwert hatte. Die war definitiv hier oben wo. Also hier nicht, aber da, irgendwo da stand sie rum. Oder tappt die jetzt in der Weltgeschichte rum? Ich kann die nochmal von vorne suchen oder so. Das wäre uncool. Dann muss er da oben gewesen sein schon. Hier irgendwo. Ist der Typ. Ach ja, ich soll ja zu dem auch nochmal zurückkehren, wenn wir schon mal da sind. Womit kann ich dienen? Schöner Tag, nicht wahr? Gerade, nee. Schade, dass Nessa hier nicht so viel davon hat. Sie ist nämlich krank. Ich muss ihr von Hul so ein Gegenmittel besorgen. Er ist letzte Nacht ziemlich lange aufgeblieben und hat... Huch, was haben wir jetzt gemacht? Und hat gezecht. Und heute muss er früh raus, die Tore bewachen. Frag ihn doch mal, ob er noch einen Trank herumliegen hat, wenn du ihn siehst. Ja, ich hab ihn doch schon, diesen Gegengriff, oder? Womit kann ich dienen? So lässt du uns fröhlich singen. Zusammen würden wir es so weit bringen. Naja, wir beide zusammen würden vermutlich nie die Mauern der Kerzenburg von außen sehen, oder? Hm, gut, dass du keine von diesen Metallrüstungen trägst. Ich habe nämlich gehört, dass die Räuber da draußen einen für so einen Ding kurzerhand umbringen. Ich hoffe ja nur, dass diese ganze Eisenkrise bald vorbeigeht. Eisenkrise, so, so. Neuer Tagebucheintrag. Ah, ich hab's also abgegeben, ja? Womit kann ich dienen? Jawohl, Nessa hat den Trank von Hul gut geschmeckt. Es geht ja schon viel besser. Wunderbar, Nessa. Mumu. So, dann fehlt ja nur noch unser Freund. Und jetzt weiß ich auch, wo er ist. Er muss die Tore bewachen. Also in irgendeinem der Tore muss er sein. Nur welches? Nur welches? Warst du das? Ich hätte zur Armee gehen sollen. Der war doch... Irgendwo rechts war der doch. Ach, ich werde ihn schon finden. Ist doch wurscht. Ich lauf einfach mal bei dir nochmal was machen. Hallo, Leute! Also, was wollte ich nochmal? Das weiß ich nicht. Hallo, Leute! Das ist so dämlich. So, jetzt habe ich Bock auf eine Runde kämpfen noch. Das ist nämlich das letzte Quest dann, das wir ruhig noch heute in diesem Part abschließen könnten. Und dann könnten wir das nächste Mal mit dem Spiel beginnen. Das wäre auch mal was, ne? Nicht nur dieses Vorgeplänkel. Sollen wir mal richtig anfangen hier. So, schauen wir hier nochmal.
Da wartet niemand auf mich. Ist das die Kaserne? Ja, da gehe ich nochmal kurz rein. Bin euch weit ver... Nee, hier ist nach wie vor nichts zu tun, oder? Ich hätte zu Armee. Ah, da ist er doch. Sollen. Was? Keine Bolzen? Warum Sigorin? Oh, Mist. Der wollte ja Bolzen, stimmt. Fuller wollte Bolzen. Und der andere... Ja, ich kümmere mich gleich drum. Okay, wir schlappen nochmal schnell hoch. Der andere, der mir gerade irgendwie aus dem Gedächtnis entwischt ist, der jetzt sonst wo steht, der wollte das Schwert haben. Komm schon, schnell, ich möchte... Ich könnte eigentlich jetzt sofort hier reinklicken. Warum führe ich denn ihn so dämlich? Die Wegfindung ist meistens ganz gut. Die können das ganz alleine, die brauchen mich da nicht. Das ist der Vorteil an solcher älteren Technik. Das ist noch schönes 2D und alles. Bin euch weit voraus, Chef. Moment, bevor ich einen Fehler mache, er wollte... Stinknormale Armbrustbolzen, ne? Da kann er ja nichts falsch machen, hoffe ich. Hol's Schwert, Bodengang für Fuller. Armbrustbolzen, ja. Okay. Da hat die bestimmt. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. So. Armbrustbolzen. Da. Ein Gold, ja, komm. Das kann ich mir gerade noch leisten. So, ich kann nämlich jetzt auf der Map zum Beispiel gleich die Kaserne anklicken. Bin und euch weit voraus, Chef. Wenn ich jetzt Doppelklick mache. Nee, schade, so komfortabel war es nicht. Hätte ja sein können. Nee, so war es auch wieder nicht. Da muss man halt warten auf seinen Charakter. Aber er wird kommen. So viel ist sicher. Irgendwann kommt er. Ich glaube, man kann ihn auf der Map auch beobachten. Stimmt, es hält noch nicht mal an, wenn ich mir die Map angucke. Sollte ich mir in Erinnerung rufen, wenn ich vielleicht kämpfe oder so. So. Steht ganz oben auf. Ich hätte zur Armee. Hier, bitte, du kleiner Großverdiener. Ein paar Goldmünzen für deine um deine Taschen zu füllen. Und Erfahrung. Das ist mir fast noch wichtiger. Dankeschön. Gut, da war es nur noch eins. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Was wir tun müssen. Habe ich die schon gecheckt? Ja. Natürlich. Ich lasse doch hier keine Kiste liegen. Kann ich in das Haus da rein? Oh, ich kann in das Haus da rein. Da war ich noch gar nicht. Weisheit haben nur die Gelehrten. Ah, hier ist der Kampf. Okay. Jetzt kann ich euch noch in Kürze den Gruppenkampf zeigen. John McLeod, der Torwächter, hat mich gefragt, ob ich nicht eine kleine Abschiedsparty für euch ausrichten möchte. Ein bisschen Übung im Gruppenkampf kann euch nicht schaden, glaube ich. Ich werde es euch ganz leicht machen. Xantarius, Mordain, Arcanis, Deta und Orsay sind in euren Gruppe. Ihr könnt frei über sie bestimmen. Und auch über alle anderen, die euch und eure zukünftigen Reisen anschließen mögen. Sobald sich euch alle angeschlossen haben, werde ich mehrere Illusionen landläufiger Monster heraufbeschwören, denen ihr außerhalb der sicheren Mauern dieser Burg begegnen könntet. Diese Illusionen greifen eure Gruppe an und es liegt an eurer Hand, die notwendigen Anweisungen zum Kampf zu erteilen. Bedenkt, dass die Kreaturen Illusionen sind und euch nicht wehtun können. Versucht jedoch euer Bestes, sie umzubringen. Denn in der richtigen Welt sind Schmerz, Verletzung und sogar der Tod weitaus wirklicher. Einige eurer Kameraden sind im Besitz magischer Gegenstände wie Tränke und Zauberstäbe. Die müsst ihr in das entsprechende Feld für einsatzbereite Gegenstände der jeweiligen Charakters einsetzen. Einige dies verfügen auch über Zaubersprüche, die ihr während des Kampfes anwenden könnt. Denkt daran, dass auch Diebe und Kämpfer Vorteile aus Kenntnissen über diese eher obskuren Formen des Kampfes ziehen können. Ab und zu frage ich euch dann, ob ihr genug habt. Wenn ja, teleportiere ich euch wieder zurück nach draußen. Wenn ihr doch weiter üben möchtet, beschwöre ich noch mehr Illusionen herauf, gegen die ihr kämpfen könnt. Seid ihr bereit? Gut, also los. So, wie ihr seht, stopp. Pause ist nämlich auch ganz wichtig. Ich habe jetzt eine Gruppe hier. Ich kann, wenn ich die Maus gedrückt halte, alle nehmen und zum Beispiel total plump angreifen lassen. So, das ist nicht wirklich zu empfehlen. Wir haben hier zum Beispiel, wer von euch ist denn eine Magierin? Du? Nein, das ist anscheinend auch ein Dieb. Sie hat Zauber. Wir können zum Beispiel mal einen Zauber sprechen. Das hier, brennende Hände heißt es, glaube ich. Sprechen wir einfach mal auf den da hinten. Ja, und ein anderer könnte hier noch andere Zauber sprechen. Das sind wahrscheinlich die Priesterzauber, unter anderem Heilung und so ein Kram. Nee.
haben wir hier noch? Zauberstein. Okay, da muss ich mich auch erstmal wieder reinfriemeln, was das genau ist, was die da kann. Aber nee, gut, wir lassen das erstmal. Da habt ihr eben den schönen Zauber gesehen. Der ist ordentlich. Und wisst ihr was? Ich bin ein richtiger Arsch. Es gibt nämlich einen kleinen Trick. Ich bin mir nicht sicher, ob es klappt. Aber ich probier's mal. Ich werde mir jetzt nämlich die Rüstung, die so anhaben, so, da werde ich mir jetzt was stibitzen. Ich mach die jetzt nackig. Ja, ich bin so ein Arsch. Stab der magische Geschosse. Das hier kann zum Beispiel, wenn ich einen Magier später habe, sehr gut sein. Deswegen tue ich das mal in mein Inventar, so what's fresh. So, was ist das? Stab der Himmel, ja. Das gebe ich mir auch mal. Das ist gutes Zeug. Das ist gutes Zeug. So, der hat einen Streitkolben, das Schild. Kleiner Schild plus eins, das lässt sich geil verkaufen. Ich bin so ein Arsch. Was ist das? Mittlerer Schild, das lasse ich ihm mal. Ich denke, der Rest ist okay, den Rest können sie behalten, meinetwegen. Wenn es überhaupt klappt, ich bin mir nicht mehr sicher. So, was ist das für ein Schwert? Kurzschwert, nee. Aber die Tränke, die würde ich auch gerne mitnehmen. Also es ist jetzt nicht ganz das Exempel, wie man es hier eigentlich euch vormachen kann, wie taktisch eigentlich ein Gruppenkampf sein muss. Das wird später, werde ich euch das richtig zeigen. Ich würde gerne aufhören. Habt ihr schon genug? Wenn ihr soweit seid, teleportiere ich euch nach draußen. Ansonsten macht ihr euch besser für den nächsten Kampf bereit. Ich habe jetzt genug, glaube ich. Bringt mich nach draußen. Alles klar. Sobald ich euch nach draußen teleportiert, könnt ihr nicht mehr herein. Das ist zu eurem eigenen Schutz, da meine Illusionen manchmal auch gefährlich werden können. Shit. Ich glaube, es hat nicht geklappt. Gucken. Nein, sie haben dran gedacht. Verdammt. Ja, man konnte es ja mal probieren, ne? Ja, ich bin halt ein Dieb. Diebe dürfen das. Und Diebe werden auch das nächste Mal hier weiter dieben. Und hoffentlich auch mal endlich das Tutorial verlassen, wenn es dann richtig losgeht. Bei Baldur's Gate 2.